Mir egal. Ich hab Geld. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Sims. Ja, heute sollte eigentlich Mario Kart 8 kommen, aber ich hatte einfach keinen Bock, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann nicht immer Mario Kart 8 machen. Ich habe im Moment einfach keinen Bock drauf und ich will auch keine Ausreden hier bringen, wo da die Wii U kaputt ist oder so. Ja, hier, die Wii U ist eine geile Konsole und alle anderen sollen ihre Schnauze halten am besten. Okay, ja. Ich hatte vorhin schon eine Folge aufgenommen, aber ich nehme jetzt nochmal auf, da ich ja cheaten wollte. Ich habe gesagt, ich cheate nicht, aber hey, Sherlock ist in 9 Tagen erwachsen und er kann auch nicht ewig warten, bis seine Nachfahren kommen. Also er muss langsam mal ein bisschen vorangehen, damit Sherlock Junior kommt. Ja, ich nenne meinen Sohn dann Sherlock Junior. Das wäre mir... Yeah, jetzt können wir cheaten, jetzt geht's. Vorhin wusste ich nicht, wie es geht. Geil, wir sind Money, juhu. Jetzt haben wir Geld und jetzt werden wir uns was ganz Schönes kaufen. Steh auf, Digga. Ja, komm, lass mich noch schlafen, wir kündigen am besten. Ich will aber auch nicht kündigen. Ja, egal, ich gehe nicht zur Arbeit und fertig, ich hab Geld. Ich werde später arbeiten, also ich würde irgendwann wieder da anfangen. Dann werden die mich auch aufnehmen, weil ich es sage. Und ja, ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Und inzwischen können wir ja ein neues Thema besprechen. Ja, wenn man so eine Folge zum zweiten Mal aufnimmt, weiß man eigentlich nicht, worüber man sprechen sollte. Ja, mal die Zukunft des Kanals kann man besprechen. Ich will mir ja als nächstes so einen Ständer gönnen, da ich nicht immer diese Nachttischlampchen, Schirmchen da nehmen muss. Denn Ständer, wehe, es kommen jetzt zweideutige Kommentare. Es ist schon witzig, aber man muss es nicht betonen. Man kann lachen, aber nicht in die Kommentare schreiben, bitte. Okay, ja, als so ein Ständer und dann Popschutz, ja. Ja, ein Ständer und Popschutz. Wer denkt sich diese Wörter aus? Wie kann man das Ding Popschutz nennen? Ich verstehe es nicht. Ja, egal, das ist... Ja, die Fahrgemeinschaft, das interessiert mich jetzt nicht. Ja, und wir haben jetzt 50.000. Ich glaube, davon können wir schon einiges anstellen. Ich werde mir wahrscheinlich ein Grundstück kaufen. Das Grundstück ist hier hässlich, wie so ein Stück, weiß ich nicht was. Ich würde sagen, ja, komm, steh auf, du bist ausgeschlafen. Jetzt werden wir hier... ja, halt die Schnauze. Hier anrufen. Ein Taschenrechner, AK, Telefon. Umziehen. Ja, komm, nur weil ich einmal nicht komme, die sollen die sich nicht beschweren gehen. Was hat der denn jetzt für Probleme? Ach so, ja, der hat schon wieder Hunger, der hat auch jetzt vor kurzem gegessen. Hey, da zieht doch jemand um, ja, das interessiert mich nicht. Haushalt, zum aktiven Haushalt, Mitglieder, ja, Sherlock Holmes will umziehen. Am besten ein leeres Grundstück. Wo gibt's denn hier leere Grundstücke? Ah, hier. Ich will ein großes haben. Ich hab Geld. Ja, komm, 3200. Wow, ey, ich will hier so in einer Millionärs-Siedlung wohnen. 2400, boah, ey. Nie. 1800, ich will ein großes Grundstück. Nee, das sieht doch, ja, aber sehr weit abgegrenzt. Auch wenn man sagen muss, ist groß. Ja, ist mir zu klein. Das London so klein. Ah, das sieht doch sehr nice aus. Ja, das will ich kaufen. Da werden wir jetzt hinziehen. Ja. Okay, annehmen. Da werden wir jetzt hinziehen. Das wird dein neuer Haushalt. Aktiver Haushalt. Ist das korrekt? Haushalt Holmes. Vermögen? Ja. Wird bearbeitet. Ich freue mich endlich hier, ja, wie soll man das am besten sagen? Umzuziehen. Da diese Gammelhütte mir doch wirklich auf die Eier gegangen ist. Und ich muss mich auch langsam um Nachfahren kümmern. Und es geht nicht in so einer Gammelbude. Schaumöbel. Ja, im letzten Part habe ich mir auch ein Schachbrett gekauft, damit ich die Logik steigere. Soeben wurde ein Objekt in einem Familieninventar platziert. Du kannst über den Kaufmodus darauf zugreifen. Ja, das interessiert mich nicht. Wenn wir ein bisschen vorspulen, damit es nicht so lange dauert. Naja, eine Ankündigung und zwar, ich werde nochmal das in einem Video genauer beschreiben, denn alle gucken ja nicht Sims. Wir werden am Samstag streamen. Höchstwahrscheinlich. Also, es steht sehr sicher. Ja, komm, halt die Schnauze. Ja, du hast Hunger, das interessiert mich nicht. Baumodus. Wieso leckst du denn jetzt PC, Mann? Ja, es lädt. Ich sehe, dass es lädt. Okay, und wir wollen Five Nights at Freddy's spielen. Für alle, die es nicht wissen, googelt es. Es ist ein Horrorspiel und ich muss schon sagen, es macht ziemlich Spaß, aber ich kriege immer Panikattacken. Aber das mag ich daran, Nee, das brauche ich nicht. Zurück, wir werden das Haus bauen. Das wird Spaß machen. Das wird so eine heavige Special-Folge. Ach, muss man so...
Yeah, geil, Alter. Richtig geil. Richtig Premium. Nein! Wie entfernt man? Nein. Scheiße. Wie entfernt man? Das sind Nein, nicht streichen. Ich will entfernen. Entfernen. Ah, hier wahrscheinlich. Vorschlagkammer. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, jetzt werden wir weiter Wände bauen. Gibt es ja auch Premium-Wände? Nee. Ich sollte vielleicht die Wand ein bisschen weiter wegbauen. Ach, hier Vorschlagkammer. Nein. Ah, und hinten will ich auch noch einen Pool bauen. Dann mache ich am besten 3 Etagen oder so. Und ich habe vorher mein Mikro angespuckt, das wollte ich nicht. Hier eine weitere Wand. So, richtig geil, richtig geil, richtig geil, Alter. Das wird so ein richtig geiles Haus. Hinten noch so Pool. Kann man auch Pool, so einen Pool reinbauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wer hat einen Pool im Haus? Ja, außer Reiche, jetzt so gesehen. Okay, jetzt werden wir wieder den Vorschlaghammer nehmen, um dieses Ding da hin zu entfernen. Da werden wir jetzt ein bisschen ranzoomen. Ich komme ja echt nicht mit der Steuerung klar. Das werden wir wegmachen. Ja, mach doch weg! Hä? Will er mich verarschen? Hier, weg damit! Ja, Vorschlaghammer. Ja, gut. Mit dem Feature erstellen, ja, brauche ich nicht. Das ist Müll. Jetzt werden wir rauszoomen. So, und wieder schwenken. So, ich würde mal sagen, unten wird die Küche sein, oder? Ich mache ja mehrere Etagen, das finde ich gut, dass man das hier machen kann. Ich muss mir jetzt auch eine kleine Planung machen, wie ich das Haus am besten baue. Ja, nee, ich brauche eine Wand. Wand. Oder Räume, kann man Räume? Nee, brauche ich nicht. Am besten hier irgendwie so ein Design. Nein, ich muss mir gerade überlegen. Unten wird so mein... Nee, Spielezimmer passt eher. Arbeitszimmer unten auch nicht. Ja, unten wird ein ja, komm, Wohnzimmer. Sonst, ich muss ja irgendwas unten hinbauen. Ich glaube, die Küche baue ich auch unten hin. Das Klo, ich werde 2 Klos haben. Weil ich reich bin. I'm rich. Nee, viel zu klein. Das ist viel zu klein, Mann. Damit kann doch kein Mensch leben. So, das wird ein Klo. Und das hier wird so eine... Nur eine Küche. Essen, gegessen wird immer oben. Das ist heavy. So, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen... das wird hier so ein Wohnzimmer. Nee, warte. Hier muss auch ein Raum hin. Ich glaube, wenn ich mal ein Kind habe, wird das ein Kinderzimmer. Stelle ich am besten noch nichts rein. Das Kind soll unten schlafen. Und die Eltern oben. Ja. ja. Okay, ich sollte mal vielleicht eine Tür bauen. Hier... Och, Mann, wieso denn? Ey, sind die ganzen Blöcke hier wieder runtergefallen. Ja, ist mir jetzt auch egal. Sollen die da liegen bleiben, wenn die fröhlich sind. Das hier meine so Sims 2 Design. Hier waren immer diese Räume, hier ein Arbeitszimmer und da wird das Wohnzimmer eingebaut und hier irgendwo so eine Treppe. Am besten mache ich jetzt mal Türen. Türen. Ja, ich werde mir eine Premium-Tür holen. Garage brauche ich noch nicht. Premium-Türen. Premium-Türen, Premium-Türen. Hier so eine Tür. So eine. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Und hier eine. Ich übertreibe nicht mit den Türen, denn ich will nicht so viel laufen. Hier sind zwar 2 Türen fürs Kinderzimmer. Ja, muss auch aufgepasst werden. Also von daher. Ja, das glaube ich, war es schon mal. Ich werde jetzt Fensterbögen, Säulen, Feuer stellen. Zurück. Wie macht man eine 2. Etage? Bäume, Felsen, Gelände, Teiche. Ja, komm, jetzt da auch noch ein Block runter. Ja, ist mir jetzt auch egal, ist mir auch egal. Wir machen eine 2. Etage. Das würde ich gerne wissen. Ah, so geht das. So. Ich würde mal sagen, auch so rum. Auch wenn es total hässlich aussieht, ist mir egal. Ich habe Geld. Das wird meine Ausrede sein fürs Leben. So. Jetzt werden wir im ich habe eine Wand übersehen, das ist nicht gut. Das wird im Winter kalt. Apropos, ich habe vor mir das Erweiterungspack Jahreszeiten zu holen, da meine Kumpels sagen, das wäre das Beste. Ich weiß es nicht, ich habe nicht so viel Ahnung in dem Spiel. Okay, so. Hier werden wir die Wand jetzt weiterbauen.
Ja, komm, halt deine Schnauze, Dach. Verschwinde einfach. Ich will niemand haben. Das ist LOL. Ist das jetzt zu? So, jetzt gucken wir mal, ob das zu ist. Ja, ist zu, schätzungsweise, ist mir jetzt auch egal. Rauszoomen und schwenken. Jetzt werden wir hier mal... Hä, das ist doch nicht zu. Was labert der denn? Was labert der? So. Okay. Jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, wie ich die Raumverteilung hier oben mache. Oben kommt ein Arbeitszimmer hin. Also hier ist das Klo. Ein Klo kommt hier auch wieder hin. Das ist heavy. Das muss sein. Man braucht zwei Klos. Einmal ein Gästeklo und einmal so, wenn man... Ja, ein eigenes Klo. Am besten. Was wird da hinkommen? Nein, da... Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer wird da hinkommen. Das Schlafzimmer wird auch groß. Das wird so groß. Boah, in Hausgestaltung bin ich ja ganz schlecht, ey. Architekt werde ich schon mal nicht. Ja, wie machen wir das denn jetzt weiter? Da muss ich überlegen. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass erstmal hier vielleicht hier noch ein paar Möbel hinstellen, dann ist es auch schon besser. Ja, zwei Etagen reichen erstmal. Wenn ich nachher noch was brauche, kann ich extra bauen. Ich habe Geld. Jetzt gehen wir in die untere Etage und machen mal Fenster rein, damit etwas Licht in die Bude reinkommt. Fenster, richtige Premium-Fenster. Ja, die sehen kacke aus. Ja, das ist in Ordnung hier. Ja, bis zum Boden. Hier, leck mich doch. Das mache ich nicht. Ja, es geht schon. Hier kommen tausende Fenster hin. Damit mich auch die Nachbarn stalken können. Nein, damit mehr Licht reinkommt. Ich will ja Strom sparen. Ja, aber ich bin rich. Aber ich will es auch im gleichen Abstand halten, damit es einigermaßen gut aussieht. So. Das findet der Thomas geil. Wir machen auch mal ein Fenster rein. Nee, das sieht kacke aus. Alter, wie viele Fenster hier sind. Das ist einfach nur unmenschlich. Und ich sollte... Ja, komm, das entfernen wir. Ja, egal, passt schon, passt schon. Jetzt werden wir in die obere Etage gehen und auch ein paar Fenster hinbauen. Wir können schon mal Fenster hinbauen, obwohl wir noch nicht mal Türen haben. Ja, obere Etage. Nein! Hier, so. Nein, hier! Oh, bist du behindert? Ja, komm, geht doch. Manchmal denke ich mir auch, dass das Spiel einfach nur behindert ist. Weil ein Spiel auch behindert sein kann. Ja, das kann es. So, hier kann man den Abstand wieder besser messen. Alter, hab ich eine geile Bude. Und oben die Etage wird für mich allein. Weißt du, ich brauche mal Abstand vom Kind und von der Frau. Wenn ich mal bald eine bekommen sollte. Ich werde mal eine aufreißen in der Bar. Hier gibt's keine Bar, oder? Ja, egal, irgendwo wird man schon eine kennenlernen. So. Nein, nicht hier oben. Alter, wie viele Fenster dieses Haus hat. Okay, zurück. Tür. Ja, das ist eine Premium-Tür. Hier zum Schlafzimmer. Heavy. Okay, und zum Dings eine normale Tür, würde ich sagen. Ja, eine rote, wieso nicht? So, und jetzt werden wir uns an die Tapete und den Boden kümmern. Da das mir sehr wichtig ist. Böden. Ja, Premium-Böden, würde ich mal sagen. Premium-Böden. Holz. Holz finde ich immer schön. Laminat finde ich sehr schön. Ja, das ist doch hier Premium, Premium. Heavy, heavy, Alter. Richtig heavy, ey. Ja, ich habe Style und das Geld. Geil. Ja, so ein Boden, wieso nicht? Das werden wir unten machen. Ja, halt die Schnauze, Block. Ey, immer fallen hier Blöcke runter, ey. Ja, der Boden ist richtig nice. Nehme ich auch für mein Arbeitszimmer. Ich glaube, ich muss gleich sogar wieder Geld cheaten. Boah, wie viel so ein Haus kostet, ey, ist ja unglaublich. Ja, schade, dass es nicht im echten Leben geht. Einfach nur so Geld cheaten. Nee, das ist die Küche, da ist mein Arbeitszimmer. Nee, das ist das Kinderzimmer. Wo? Ah, da ist mein Arbeitszimmer. Geil, Alter, richtig geil. Und fürs Badezimmer nehmen wir Fliesen. Stein, Mauerboden, Linoleum, Metall, verschiedenes. Alle. Teppich, Fliesen werden wir nehmen für das Badezimmer. Hier solche Premium-Fliesen.
Ich habe zwei Badezimmer, weil ich es kann. Oben in meinem, in meiner eigenen Etage werde ich mir auch ein Badezimmer einbauen. Wieso? Weil ich auch ein eigenes Badezimmer brauche. Hat jeder in meiner Familie ein eigenes Badezimmer? Ich hoffe, meine Frau bekommt keine Zwillinge. Dann gibt's Schläge. Nein. Okay, Holz. Ja, Mauerboden will ich nicht. Vielleicht hier mal so ein Vorgarten, aber sonst... Metall, ist hässlich, ey. Teppich, bar. Ich mag keinen Teppich. Für die Küche könnte man auch solche Fliesen gebrauchen. Ja, Premium-Fliesen natürlich. Oh, die sehen geil aus, die sehen echt geil aus. Ah, ich brauche noch ein Esszimmer, genau. Da, ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja, kommen wir doch ein Esszimmer. Und da wird das Kinderzimmer hinkommen. Ja, da nehme ich mal Teppich. Aber wenn mein Kind dann im jugendlichen Alter ist, egal, ich habe das Geld, ich kann umbauen. Geil. Okay, wenn wir es jetzt so machen. Ja, die erste Etage. Ja, Tapete muss ich noch machen, stimmt. Jetzt gehen wir wieder oben hin. Fürs Schlafzimmer. Was ganz Edles, was ganz Edles. Auch wenn ich alleine erstmal in so einem großen Haus leben werde. Egal, alle wollen immer zu mir, ich kann geile Hauspartys veranstalten. Wird überall Mucke hinmachen, was zu essen anbieten. Geil. So ein Boden, der geht eigentlich. Nee, was Helles. Wobei so ein edler, dunkler Boden. Geil, richtig geil. Jetzt machen wir noch die Tapete und ich würde sagen, dann beenden wir auch die heutige Folge. Da ist sonst etwas lange dauert zum Hochladen. Ich habe leider keine 100K-Leitung. Tapete, hau. Hau Tapete machen. Ah, hier. Thanks, bro. Tapete, dann werden wir überall Premium-Tapete machen. Hier, sowas Rotes passt doch hier rein. So. Ja, da auch. So, hier. Jetzt werden wir schwenken. Ich glaube, ich muss das Haus wirklich im Offline-Modus, also wenn ich nicht aufnehme, mal fertig machen, weil das sonst zu lange dauert, glaube ich. Und dann werde ich eine Hausführung machen. Darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Da könnt ihr gucken, wie so meine, ja, Inneneinrichtung aussehen würde. Okay, ich würde sagen, das war's noch für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Und über Abos, ja, Abos können immer her. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.